So, ich will Ihnen jetzt mal erklären, was ein normalen Vektor auf einer Ebene bedeutet und wofür wir ihn brauchen. Schauen wir uns nochmal die Ebenenform da. Eine Ebene wird ja beschrieben durch einen Vektor x mit Stellvektor a plus irgendein Skalar Lambda mal v plus ein anderer Skalar μ mal w. So, wie kann man über diese, oh, ich sehe schon, Sie sehen es nicht, so, jetzt sieht man es besser. Also die Ebene ist der Vektor x mit dem Stellvektor a plus Lambda mal v plus Lambda plus μ mal w. Also wie sieht so eine Ebene im Raum aus? Sagen wir mal, ich habe hier diese Ebene hier und die wird erstmal durch ihren Stellvektor aus dem Nullpunkt raus gestellt. Ja, a, so, das ist der Nullpunkt, das soll der Punkt a sein und dann ist das der Vektor a. Ich habe hier einen Vektor v. Und ich habe hier einen Vektor w. Und jetzt kann ich meine Ebene bestimmen durch irgendein Lambda, zum Beispiel das mal das. Und vielleicht hier mal ein längeres μ mal w. Ja? Dann weiß ich genau, meine Ebene ist zum Beispiel so groß. Ja? Das hier wäre jetzt die Fläche, die Ebene, die ich bestimmen will. So, wie kommt da jetzt der normalen Vektor ins Spiel? Ich kann natürlich diese Ebene ausrechnen und ich kann über ein Vektorprodukt auch ausrechnen, wie groß diese Ebene sein soll. Nämlich in dem Fall wäre das Vektorprodukt ja v kreuz w und dann weiß ich schon, dann kann ich diese Fläche hier schön ausrechnen. So, aber dieses Vektorprodukt ist oft so ein bisschen umständlich zu schreiben und deswegen hat man einen sogenannten normalen Vektor einer Ebene eingeführt. Der normalen Vektor, ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe, der normalen Vektor, der steht hier auf dieser Ebene, der ist n. Und die Länge dieses normalen Vektors gibt mir die Größe der Ebene an. Das hat zum Beispiel für CAD-Programme oder für 3D-Software einen riesen Vorteil. Ich brauche nicht immer so ganze Ebenen abzuspeichern. Ich kann einfach nur einfache normalen Vektoren abspeichern und weiß genau, wie groß diese Fläche hier sein soll. So. Und jetzt ist das natürlich so, diesen normalen Vektor kann man jetzt, den normalen Vektor, kann man ausrechnen und der ist nämlich genau wieder unser Vektorprodukt in dem Fall. Dazu sei vielleicht noch gesagt, es gibt hier natürlich auf dieser Ebene beliebig viele Vektoren und wenn ich auch sage, die Länge von meinem Lambda und meinem μ ist nicht genau bestimmt, dann können die auch alle möglichen Längen haben. Also es gibt unendlich viele von diesen normalen Vektoren.